Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Holzemap im Challenge-Projekt mit dem Marschierer. Hallo. Hallo. Ja, wir sind natürlich wieder zurück auf unserem Holzemap-Server, der tatsächlich die ersten Mucken schon macht. Also ich bin irgendwie teilweise sehr, sehr schlecht. Wir müssen einfach mal restarten, weil wir haben so viel raufgeworfen und runtergeworfen die erste Zeit. Also nach dieser Aufnahme hier werden wir den Server auch nochmal komplett neu starten. Das Ding läuft, kann ich euch sagen, 60 FPS Anschlag ohne Probleme, weil die Holzemap einfach sehr, sehr gut gemacht ist. Wir wissen natürlich jetzt nicht, was kommentarmäßig reinkam, aber eine Sache, die ist noch wichtig, die habe ich vielleicht in der letzten Folge ein bisschen vergessen. Es ist natürlich eine Challenge und eine Challenge braucht ein Ziel. Und wir sind noch nicht ganz einig, welche Ziele wir machen. Deswegen, wenn ihr eine Idee für ein richtig cooles Ziel habt, hier auf der Holzemap, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wir orientieren uns da natürlich komplett nach euren Kommentaren, werten die aus und wir werden dann mal schauen, was da vorne ist. Wer die erste Folge nicht gesehen hat, wir spielen hier mit 8 Leuten auf der Holzemap mit 4 Teams, das heißt 2 Leute pro Team. Team 1, also wir in dem Fall, ist Marschierer und meine einer. Team 2 ist Paul und Marc. Team 3 ist Uwe und Boxe. Team 4 ist Ron und Simon. Und in jedem Team, liebe Leute, gibt es einen, der aufnimmt. Das heißt, ihr könnt alle Perspektiven sehen, wenn ihr wollt. Links zu den anderen Kollegen in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr wollt. Auch gerne mal ein Abo da lassen bei den einzelnen Kollegen. Und ja, ne? Marschierer, du hast die letzte Folge angefangen zu sehen. Ne, zu mähen. Ah, zu mähen, Entschuldigung. Wie weit bist du denn schon? Zweites Vorgewende fertig. Zweites Vorgewende? Wie viel hast du eigentlich arbeitsbreitenmäßig? Ich muss mal ganz kurz gucken gehen. Ich kann aber auch aussteigen, warte. Oh, da bin ich überfragt. Ah, du hast natürlich. Ah, du, ja gut. Da kannst du ruhig weiterfahren. Alles gut. Das heißt, du fährst hier mit Seite- und Frontmähwerk, ne? Ja. Sehr gut. Ja, dann müsste das Ding ja gleich mal fertig sein. Unser Plan hier, warte mal, jetzt muss ich kurz gucken, ist denn der Drescher frei? Moment. Wenn denn der Drescher frei wäre, dann würde ich mir den tatsächlich kurz gönnen. Glaube aber, der Drescher ist nicht frei. Warte mal, wo ist denn der Drescher? Ich gehe mal ganz kurz hoch, Hofsilo. Wie gesagt, das Springen ist erlaubt, das ist kein Problem. Hier steht ein allgemeiner Unimog. Hier steht... Wer hat denn den Drescher momentan in Arbeit? Der Paul hat den Häcksler. Ah, der Uwe. Okay, ich gehe mal kurz runter zum Uwe. Jo. Warten schon mal. Mahlzeit. Ja, Mahlzeit. Wunderschönen guten Tag. Das können wir sehr gerne tun, lieber Boxe. Ich habe eine Frage. Ich brauche den Drescher. Ja, das ist wunderbar, dass du den Drescher brauchst. Wir brauchen ihn leider auch noch. Ja. Habt ihr ungefähr eine Zeitangabe, wie lange den noch braucht? Ja, warte mal, ich guck mal, ich scroll mal raus. Das Feld hat so die ersten 4-5 Bahnen erledigt, 28 Folgen. Es könnte sich ein bisschen ziehen. Okay, ja, da muss ich warten. Okay, können wir das dann machen? Könnt ihr den dann gleich zu mir runterbringen oder kann ich mir dann gleich bei euch holen? Das können wir gerne so machen, dass wir Bescheid sagen und dann gucken wir mal, wie es am besten passt. Was habt ihr denn für ein Schneidwerk dran? Das Mais-Schneidwerk. Ah, das brauche ich nicht. Ich brauche das für Weizen. Ja gut, dann... würde ich vorschlagen, holst du dir schon mal einfach das Schneidwerk. Mit was und denn? Dann. Achso, ja, Problem ist. Nee, Frontlader? Bring ihn okay. Zurück. Okay, nee, dann sag einfach Bescheid, wenn du fertig hast. Dann hole ich den dann. Machen wir so. Alles klar, danke. Tschüss, gehen. Tschüss. Okay, der ist momentan in Gebrauch, der Drescher, das ist nicht gut. Die brauchen den wohl noch ein bisschen. Ja, dann müssen wir erstmal unsere Süppchen kochen. Oh, mein Traktor ist halt schon geil. Ne? Dein ist aber auch cool, Marschierer. Jo. Wir können jetzt eigentlich schon mal anfangen. Achso, was wir uns noch gar nicht unterhalten haben. Marschierer, willst wie transportieren wir denn die ganzen Ballen? Oh. Oh, ja. Das O habe ich mir auch gerade gedacht, weißt du? Sollen wir uns so einen Billo-Ladewagen, also so einen Billo-Ballenwagen nehmen? So eine Plattform einfach und dann stapeln wir selber drauf? Ja, entweder so oder diesen Stack da vom Anderson. Ja, ist halt teuer, ne? Ich weiß nicht, ob wir so viel Geld ausgeben können schon. Aber ich wäre natürlich auch für den Stack. Du hast natürlich recht, das geht natürlich schneller. Und wenn wir uns jetzt spezialisieren auf Ballen, dann werden wir natürlich den auch öfter brauchen, als wir einmal. Eben. Okay, was wir uns auf alle Fälle auch noch kaufen müssen, habe ich noch nicht gekauft, den Wickler. Der Wickler ist noch offen. Also den müssen wir uns auch noch holen. Der kostet auch nochmal 60.000, 70.000. Huiuiui, da sehe ich unser Geld schon wieder abhauen hier, du. Wir werden natürlich auch die Kollegen fragen, ob sie dann ein paar Ballen kaufen wollen bei uns. Wir müssen uns nur mal dann einen Preis ausdenken, ne? Weil
Aber vielleicht haben unsere Kollegen ja irgendwas zum Wickeln oder Transport. Ja, wickeln würde ich schon gerne selber machen, weil da würde ich unabhängig bleiben. Wir schauen jetzt einfach mal rein. Nee, vom Gerät her. Hat jemand einen Ballenwagen zu vermieten? Gucken wir mal, was da rauskommt, ne? Ja. Weil dann müssen wir uns das Ding nicht selber kaufen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ich meine, über kurz oder lang müssen wir uns natürlich selber einkaufen, klar. Aber, ja, wenn es nicht sein muss, muss es nicht sein, ne? Tachchen. Ha, da kommt jemand, hallo. Also, ja, mehr oder weniger. Kurze Frage, ihr habt doch eine bestimmte Wahlpresse. Ja, klar. Was für eine habt ihr denn? Eine grüne. Eine Rundballen? Nee, Quader. Quader? Ich habe gerade das Problem, dass der Fermenter kein Mais Plus ready ist. Der nimmt meine Mais-Silage nicht. Das ist ja richtig blöd jetzt, ne? Habt ihr die Presse demnächst frei? Wie lange brauchst du sie denn ungefähr? Oh, ich brauch sie schon eine Zeit lang. Ja, ist schlecht. Also wir brauchen sie auch gleich. Wir sind am Anfang, Paul. Wir brauchen sie leider selber. Also wenn du sie jetzt 5 Minuten brauchst, okay, weißt du? Aber wenn du sie jetzt... Ich würde es testen, mal 5 Minuten kurz. Ihr habt aber die Wiesen am Hof zum Mähen und dann seid ihr soweit durch, oder? Genau, ja. Okay, können wir den Deal machen, dass ich sie kurz ausprobiere? Ja, du kannst sie holen, steht am Hof. Dann würde ich mir einen Sammelwagen besorgen. Dann können wir uns gegenseitig aushelfen. Was hältst du davon? Wir brauchen keinen Sammelwagen. Hast du nicht gerade gefragt? Achso, ein Ballensammelwagen. Ja, klar. Ich habe genau mal einen Ladewagen. Nein. Okay, ja, können wir so machen. Dann würde ich mal schauen, was da so möglich ist. Schau mal, was möglich ist. Besser automatisch als wie von Hand. Ja, das dachte ich mir auch schon. Aber ja, mal gucken, ne? Sag Bescheid, okay, wenn du was weißt. Alles klar, dann komm ich gleich mal vorbei. Jo, bis später. Ciao. Ja, wenn das natürlich mit dem Paul funktioniert, dann können wir das auch mit dem Paul machen, ne? Jo. Wer gehört mit dem Paul zusammen? War das nicht? Oh, der Marc. Oh, joi. Ja. Mm. Ja, schwierig, muss ich sagen. Aber ja, schauen wir mal, was das wird. Ich weiß es auch noch nicht genau. Wenn nicht, dann kaufen wir uns einfach selber so ein Eumel, weil wir können natürlich auch, wir müssen jetzt nicht das Anderson Premium-Paket kaufen, sondern wir können uns ja auch, ja, das geht ja nur für Rundballen leider. Aber 57 müssen wir schon rechnen, ne? Ja. Oder wir kaufen natürlich sowas, das kostet 2000, aber da müssen wir halt alles selber machen und das dauert Stunden. Stunden dauert das und der Marschierer hat auch gesagt, er will keine Ballen stapeln. Deswegen ist das Thema gleich erledigt gewesen. Also wir brauchen auf alle Fälle irgendwas Automatisches, mit dem wir dann relativ schnell ackern können. Naja, schauen wir mal, was da rauskommt. Ich bin gespannt. Die Frage ist natürlich auch, Marschierer, wir können ja 60 Kühe kaufen, ne? Ja. Wann wollen wir denn die kaufen oder wann wollen wir dann das anfangen? Weil ich sag mal so, ne? Je früher wir anfangen, desto mehr haben wir davon. Einmal kurz Lohnunternehmerstatus dann bitte noch. Eine Lohnunternehmerstatus willst du haben? Hast du sonst nicht, kann ich sie nicht anhängen. Hast du nicht schon bekommen, Paul? Weiß ich nicht, aber ich werde es auch gleich tun. Du hast alles. Du hast Fahrmanager und Lohnunternehmer. Ah, alles klar. Gut, also, dann habe ich nichts gesagt. Alles klar. Ciao. Tschüss. Will er mich hier von der Seite anmachen, weißt du? Ja? Ich denke, sobald wir die Grundzutaten für die Tiere haben. Ja. Wie Stroh, Silage. Ja, Stroh wird sich echt noch ein bisschen dauern, ne? Stroh wird... Weil der Drescher ist einfach nicht frei. Das ist das Problem momentan. Drescher ist nicht frei. Deswegen Stroh eher schwierig. Aber Gras haben wir ja schon mal. Wir haben ja auch eine Heutrocknung am Hof, das muss man auch dazu sagen. Wir brauchen da nochmal, wir müssten da irgendwie mal so einen Baum schnitzeln. Aber wir haben, glaube ich, keinen Schnitzler, ne? Wir haben keine Hackschnitzelproduktion. Nee, aber ich habe gelesen, dass da Heupellets auch reingehen. Strohpellets, oder so. Ne? Aber wo sollen wir denn die hernehmen? Da brauchen wir wieder die Premos. Ja. Shit. Also, da müssen wir uns doch mal Gedanken machen. Irgendwie wird es klappen, aber... Ja, ich weiß nicht, vielleicht... Na ja, warte mal. Aber irgendwie so ein... Am Markholt, ich denke mir die ganze Zeit, hä, was machen die hier?
Vielleicht können wir uns ja von diesem, wie haben wir das genannt? Warte mal. Vom Maschinenring vielleicht so ein Holzschnitzler mal ausleihen für eine Stunde. Weil da können wir, weil der Wald hier gehört tatsächlich auch noch zu uns. Ist nicht viel, aber so für ein paar Bäumchen wird es wohl reichen. Da können wir uns das Ding ausleihen, Hackschnitzel machen und dann ein paar Grasschwaden hier reinballern. Müssen uns halt noch einen Ladewagen ausleihen. Weil dann haben wir erstmal Heu für die Tiere. Und, was wollte ich noch sagen? Ja, Stroh bekommen wir ja durch das Weizen. Was war dann? Mahlzeit. Hallo. Werner, ich kann die Ballenpresse nicht ankoppeln von euch. Warte mal, hast du die Rechte nicht? Kann ich dir nicht sagen. Ich hab dir das gegeben, auf alle Fälle. Kann die Ballenpresse auf jeden Fall nicht ankoppeln. Das ist sehr komisch. Warte mal, nehmst du das nochmal weg? Ach so. Guck jetzt nochmal. Ich bin Idiot. Ja, jetzt geht's. Ah, Entschuldigung, mein Fehler. Alles klar, danke. Okay, tschüss. Ja. Ah, ich hab das jetzt falsch gelesen. Okay, ich muss mir auf alle Fälle was überlegen. Und liebe Leute, ganz wichtig auch, wenn ihr Mod-Vorschläge habt, was wir noch holen müssen, ne? Ich bin ja auch so ein Produktionsfreund. Wenn ihr so kleine Produktionen habt, so geile kleine Produktionen, die wir hier schon bespaßen können, ne? Dann haut die gerne mal in die Kommentare. Wir schauen uns das nach diesem Video sehr, sehr gerne an, was ihr da vorgeschlagen habt. Und dann nehmen wir vielleicht auch die eine oder andere Sache mit rein. Wäre schon cool, wenn wir da was machen könnten. Sagen wir mal so, ne? Ja, jetzt haben wir zwei Folgen gemacht. Ein Feld ist komplett runter, ne? Jo. Das geht voll klar mit der Arbeitsbreite. Das wird funktionieren, ich sag dir das. Wir werden unser Ballenimperium aufbauen und keiner wird uns irgendwie dagegenhalten können. Ich sehe das schon. Nö, Silageballen. Silageballen natürlich. Pellets ist natürlich. Also wie gesagt, wir wollen spezialisieren auf Silageballen. Wir werden auch Heuballen haben, Strohballen haben. Wir werden, wie der Marschierer sagt, Pellets in Richtung Pellets gehen. Und dann noch ein bisschen die Tiere mitnehmen, aber alles andere können die anderen machen. Also so Feldwirtschaft und Häckseln und BGA, das ist gar nicht unser Ding, sondern das können die anderen gerne machen. Wir bleiben erstmal bei unseren Ballen und dann schauen wir mal weiter. Ich finde es immer wieder cool, wenn einfach so ein Traktor vorbeischießt am Hof, ne? Denkst du auch so, wo fährt der jetzt hin? Was will der jetzt machen? Ja, da müsste man so einen Kirsch oder so manchmal hinstellen. Ja, wir haben schon gedacht, so sabotagemäßig einfach mal so einen großen Anhänger zwischen in die Straße reinstellen. Weil es gibt ja für viele Sachen, gibt es ja nur eine Zufahrtsstraße. Zum Beispiel auch für den Hof da oben, wo Boxe und Uwe sind, gibt es ja auch nur eine Zufahrt. Und einfach mal einen Anhänger in den Weg stellen, weißt du, so, da steht ein Anhänger im Weg. Ja, gib mir 1000, dann stelle ich einen Anhänger weg. So in die Richtung geht das dann. Ah, wird lustig. Glaube, wird lustig. Glaube, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben diesmal gesagt, hier keine großartigen Regeln. Es gibt 4 Regeln. Wenn ich daran denke, werde ich die nochmal in die Videobeschreibung reinpacken. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, wie das Ganze bei euch ankommt. Und ob ihr mehr Folgen davon haben wollt. Da müssen wir mal gucken, wie wir mit der Gemeinde Rade machen. Aber irgendwie wird schon klappen, sage ich mal. Was wir uns auf alle Fälle auch noch kaufen müssen, Maschiere, ist ein Ballenlager. Weil die alle irgendwo reinzustellen, das wird schwierig werden. Auch von der Performance her. Oh, da lässt sich bestimmt was finden. Ballenlager haben wir schon drauf und sonst finden wir da bestimmt auch was Schönes. Wie gesagt, es geht hier nicht um 100% realistisch fahren, es geht hier nicht darum, immer strenger Vorschrift zu machen. Nein, es geht einfach darum, Spaß zu haben, sich mit den Kollegen ein bisschen zu matchen, obwohl es, wie gesagt, eine Friendly-Challenge ist. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wir wissen selber noch nicht, sowas hast du noch nicht gegeben, eine Friendly-Challenge. Weil Challenge heißt ja prinzipiell immer so ein bisschen ne, angeheizt gegeneinander. Aber wir versuchen das auch mit ein bisschen miteinander zu verbinden. Schauen wir mal, was rauskommt. Wir wissen es selber nicht, aber wer es nicht versucht, der kann auch nicht sagen, es hat nicht funktioniert. Und deswegen sehr, sehr, sehr gespannt, wie das Ganze hier wird. Ich werde tatsächlich noch ein bisschen brauchen hier, Marschierer. Wie lange brauchst du noch? Ich bin auf die nächste Wiese. Naja, das geht schneller. Ne? Du hast die größere Arbeitsbreite. Aber das passt auch voll. Wenn ich mir denke, wie viele Ballen da jetzt rauskommen werden, das ist schon einiges, muss ich gestehen.
Gut, aber nicht mehr heute. Wir sehen uns wieder, wenn ihr wollt, Entschuldigung, morgen. Morgen eine weitere Folge hier auf der Holzer-Map. Ich würde sagen, herzlichen Dank fürs Zuschauen, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Haut die Kommentare voll und macht's gut. Ciao, ciao.